Grüß Gott. In der heutigen Coffee Lecture stellen wir Ihnen den Verlag Wiley vor. Wiley ist ein Verlag, der über 200 Jahre alt ist und in Amerika gegründet wurde, alle wissenschaftlichen Fachgebiete abdeckt und mittlerweile zu den 5 größten wissenschaftlichen Verlagen weltweit gehört. Wiley bietet über 1500 qualitätsgeprüfte Zeitschriften an, 20.000 Bücher in elektronischer und gedruckter Form und zahlreiche Nachschlagewerke. Für die Universität Graz sind seit 2018 alle verfügbaren Wiley-Zeitschriften online erhältlich und zusätzlich über 15.000 elektronische Bücher, also insgesamt über 6 Millionen Artikel, die wir Ihnen im Volltext zur Verfügung stellen können. Zusätzlich gibt es seit 2018 auch die Möglichkeit, Open Access zu publizieren. Wo finden Sie nun all diese Inhalte? Sie können natürlich ganz so wie immer in Unicode recherchieren, dann sind die Wiley-Titel in der Trefferliste enthalten. Wenn Sie über die EZB einsteigen, können Sie sich die Wiley-Titel nach Ihrem Fachgebiet gefiltert anzeigen lassen. Und die EZB-Ansicht hat auch den Vorteil, dass Sie sofort erkennen, welche Jahrgänge verfügbar sind. Bei diesem Beispiel sehen Sie zum Beispiel, dass wir ab dem ersten verfügbaren Jahrgang 1993 bis zum aktuellen Heft alles online anbieten können. Was kann jetzt der Online-Zugang Wiley? Sie brauchen sich nicht zusätzlich anmelden, wenn Sie auf die Wiley-Seite gelangen, weil die Authentifikation via IP-Range im Hintergrund abläuft. Es können so viele Benutzer, Benutzerinnen gleichzeitig mit den Volltexten arbeiten, das heißt, es gibt keine Limitierung. Sie können im Rahmen der Nutzungsbedingungen Volltexte downloaden und auf Moodle stellen. Sie können auf der Wiley-Plattform in Zeitschriften und E-Books gemeinsam recherchieren nach verschiedenen Suchkriterien. Und bei Wiley gibt es folgende Icons, die Ihnen angezeigt werden. Es gibt freie Inhalte, die von Wiley zur Verfügung gestellt werden. Es gibt die Open Access Titel, die Sie am violetten offenen Schloss erkennen. Und es gibt das offene Schloss, das besagt, dass wir die Zeitschrift lizenziert haben und deshalb der Volltext zur Verfügung steht. Wenn kein Icon dabei ist, heißt das, dass wir den Volltext nicht benutzen können. Wenn Sie bei Wiley einsteigen, können Sie zum Beispiel mit einer themenspezifischen Suche beginnen, Browse by Subject. Sie wählen sich also zu eines Ihrer voreingestellten Fachgebiete aus. Wir haben da als Beispiel die Humanities. Dann interessieren Sie sich vielleicht für Religion und Theologie, klicken drauf und bekommen dann sofort alle Subkategorien angezeigt. Das heißt, Sie sehen mit wenigen Mausklicks, welche Inhalte zu Ihrem Interessensgebiet vorhanden sind. Wenn Sie mit Stichwortsuche arbeiten, bekommen Sie, egal, also auch wenn Sie ein englisches Stichwort eingeben, kriegen Sie die deutschsprachigen Artikel angezeigt, weil die Abstracts immer in Englisch eingespielt werden. Und da sehen Sie jetzt, dass wir in einer Trefferliste sowohl Open Access wie lizenzierte wie nicht lizenzierte Treffer haben. Aber auch bei den nicht lizenzierten Treffern können Sie sich das Abstract oder so vorhandenes Inhaltsverzeichnis anzeigen lassen. Ein neu lizenziertes Tool sind die interdisziplinären Review-Artikel von Wiley. Das ist derzeit noch ziemlich naturwissenschaftlich lastig, aber Sie können zum Beispiel zum Themengebiet Climate Change alle Forschungsartikel aus verschiedenen Fachdisziplinen und Perspektiven beleuchtet sich anzeigen lassen und kriegen so einen guten Überblick über das, was sich gerade in Ihrem Fachgebiet tut. Nach diesem kleinen Einblick noch ein Hinweis: Bitte installieren Sie immer den VPN, damit Sie auch von außerhalb auf die Wiley-Volltexte zugreifen können. Danke für die Aufmerksamkeit.